If I should return with my body on my shield, tell my son I chose to die, then yield. Though my life may soon be gone, I hope you'll carry on, remember me. Wieder mal Warhammer, wieder mal Turnierlistentest. Ich habe meine Listen vom letzten Mal angepasst und ich spiele heute gegen Lukas mit seinen Kornberserkers. Gut, wir haben noch nichts ausgewürfelt, wir haben noch nicht einmal die Plotten aufgebaut, die ist noch da verbockt, aber wir machen jetzt erst einmal die Armeevorstellung, weil wir gerade so schön was aufgebaut haben. Ich fange gleich mal wieder mit meiner Liste an. Im Kern ist wieder der Astraeus. Beim Astraeus habe ich was verändert, und zwar habe ich die Lace Rippers runtergetan und die Plasmakanonen drauf. Wenn ihr wissen wollt, was der kann, bitte schaut entweder auf Forge World im Regelwerk nach oder schaut das letzte Video an. Da erkläre ich jede Waffe ganz genau, was sie macht und was sie kann. Das will ich jetzt nicht mehr machen. Die Waffen ist im Prinzip nichts anderes wie eine starke Plasmakanone, serienmäßig Stärke 8-4, glaube ich. Und die kann sie overchargen, dann macht sie halt 2 Schaden, Stärke 9. Also im Prinzip. Und warum ich die drauf getan habe, die schießen einfach 36 Zoll weit. Das ist ein bisschen besser wie 24. Gut, also das ist der. Dann gleiche Liste wie das letzte Mal. Diesmal tatsächlich Maneus Calgal befertigt worden mit Mollen gestern. Ein derartig geiles Modell. Also wirklich diese Details, du weißt, beim Anmalen schwindelig. Primaris Lieutenant mit Energieschwert. 3x Thunderfire Cannons. Das ist die Spearhead Detachment. Und dann habe ich noch ein normales Battalion mit einem Captain, Plasmapistole, Energieschwert mit Jumpback. Dann einmal der Lieutenant mit Mastercrafted Bolter, Kettenschwert mit Jumpback. Ihm habe ich das Burning Blade gekauft und er hat die Tears of Terror. Dann 2x6 Intercessors. Die 10 Punkte, was ich mir da bei der Plasmawaffen gespart habe, habe ich da investiert in 2x Energieschwert für einen Sergeant plus Granatwerfer. Das ist sich ausgegangen. Dann am 5er Trupp Scouts, normal mit Bolter, so wie sie sind. Und der 8er Trupp Reaver mit dem Greifhaken, also Höhen ignorieren, und der Boltpistole und dem Nahkampfmesser. Das ist Mail, genau 2000 auf den Punkt. Dann gehen wir gleich herum. Und bitte, Lukas, erzähl mal, was du alles Schönes hast. Als erstes habe ich ein Battalion mit HQ Counter Betrayer und ein Exalted Champion. Dann 2x10 Kultisten, da werde ich die angemahlenen, weil das gleiche zwei auseinanderhalten. Das Battalion ist übrigens World Eater. Mhm. Und 2 Rhinos. Mhm. Und natürlich die Berserker. Die kennen wir dazu, okay. Ja. Dann Vanguard mit Alpha, also Alpha Legion, mit HQ, ein Demon Prince with Wings, da ist Waller Trade I am Alpharius. Mhm. Und ein Sorcerer in Terminator Armor. Mhm. Dann 3x10 Kultisten. Und ah, das sind die, was du brockst, wo du gesagt hast, oder? Ja, und dann noch Descent Obliterator Bade. Achso, okay, alles klar, die Terminatoren sind Obliterator. Kennen wir aus? Und 2x5 Noise Marines mit Blastmaster jeweils und das Sergeant oder Doom Siren. Okay, passt. Und ein genau. Dreadnought mit Twin Lascan ist jetzt die falsche Waffe und dann. Was ist noch drauf? Achso, die Autocannon. Und okay. Dann ganz normalen Raketenwerfer. Okay. Wie viele Punkte? Ah, genau 2000, oder? Genau. 1999. Ausgezeichnet. Na passt, dann bauen wir mal alles zum Auf, würfeln alles aus und sobald alles steht und alles aufgebaut ist, melden wir uns zurück und ja, und quasi zum Iniklau sehen wir uns dann wieder. So, es steht alles. Wir haben die Aufstellungszone 1 da in der Mitte mit diesem Spitz auf die 9 Zoll. Ja. Ich habe diese Seite gewählt. Habe mit meinen Thunderfire Cannons üblicherweise, wie beim letzten Spiel auch schon, hinten alles zugemacht, dass er nirgendwo reinkommt. Habe meinen Tank da ins Gebäude reingestellt und verdeckt, dass er nicht zumindest mit allen drauf schießen kann.
ohne dass ich einen Deckungswurf kriege. Und ich bin tatsächlich mit einem einzigen Modell vor dir fertig geworden mit dem Aufstellen. Das heißt, ich kriege plus 1 auf die Aufstellung. Und ja, genau, in Reserve sind meine Reaver. In Reserve sind meine Reaver, mein Captain und mein Lieutenant. Bei dir sind in Reserve die zwei Obliterators. Und der Sorcerer in Termi Armor. Die sitzen innerhalb der Rhinos. Die sitzen im, in den Rhinos. Und der Khan sitzt da dabei, oder? Gut, wie sind das? 9. Achso, okay, passt. Khan, und da ist, das ist der... Der Science Champion, der kann okay. Alle Wundwürfe wiederholen lassen. Alle? Alle. Ah, nett. Gut, er hat sich da quasi eingeballerburgt. Und ja, dann würfeln wir jetzt einmal, wer beginnt. Die 1, okay, damit habe ich schon gewonnen. Ja, ich habe auch die 1. So, jetzt auf die 6, darfst du noch die Idee klauen. Ja, gut, passt. Dann jetzt auf ein gutes Spiel. Ich freue mich. Ah ja, und wir spielen die riskante Taktik. Das heißt, wir müssen vor Missionsziele ziehen, gambeln, wie viele Missionsziele wir in dieser Runde erfüllen. Wenn wir das schaffen, kriegen wir diese Missionsziele, die wir gegambelt haben, plus die Missionsziele, die wir quasi erfüllt haben. Sollte dieses Gambling aber fehlschlagen, sprich ich sage, ich mache zwei Missionsziele, schaffe aber nur einen, dann kriegt diese zwei Missionsziele der Gegner. So, es bleibt aber dabei, ich mache ein Missionsziel, dann natürlich die Vorherrschaft. Das ist nicht ausgegangen. Nein, ich hab viele andere, die scheiße sind. Verteidige 6, das ist einmal auch nicht machbar. Demoralisierung, das geht mit den Kultisten. Keine Gnade, das geht auf jeden Fall. Eins zu viel. Sich. Vier. Achso, 4, Entschuldigung. Dann keine Gnade. Mindestens eine feindliche. Vernichtet wurde. Okay, also das ist also ein Missionsziel ist einmal auf jeden Fall machbar. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Gut. Wie üblich werde ich wieder, wenn der Astraeus schießt, werde ich mitfilmen. Einfach um euch wieder zu sagen, was kann der, was macht der, was tut der. Und jetzt gehen wir aber zuerst einmal in die Bewegung. Passt, und jetzt erste Runde Ultramarines. So, der Astraeus schießt. Ich habe da die Schüsse schon mal vorbereitet, die habe ausgewürfelt. Die zwei Plasmawaffen schießen jeweils zweimal. Okay, zur Aufteilung. Es schießen die 4 Schuss Plasma plus die 2 Schuss Laser auf die Hellbrut. Dann der Iron Hail Stubber schießt auf den Trupp oben drinnen, die Doom Havara, wie heißen sie? Noise Marines. Und der fette 12 Schuss schießt auf den Rhino mit dem Kahn drin. So, wir beginnen mit der Laserkanone auf die Hellbrut. Die Hellbrut, ich treffe auf die 3, ich darf alles wiederholen durch einen Kalgar. Wiederholen, zweimal. Widerstand hat das Ding 7, gell? Ich glaube nur 6, aber macht keinen Unterschied. Ja. Jawohl, sind 2 Wunden. Das sind 2 Wunden durch die Laserkanone. Ja, würfel bitte da in der Kamera. Na, ist 2-mal. 2W6. Sind 2W6. Ich wiederhole den Einsatz durch einen Command Dice. Auf die 5 plus verliere ich nicht. Jawohl, ich verliere nicht. Bleibt aber bei der 1. Sind 7 Wunden. 7. 7. Der hat noch 8 zu weit, das war's. So, ich würfel dabei weiter. Mit der Plasmawaffe. Ich overcharge die Plasmawaffe nicht. Auf die 3 alles wiederholen. Ich triff aber alle. Und auf die 3 eins wiederholen. 4-mal mit minus 4. Ich weiß nicht, ob du irgendwas hast, einen Dämonenretter oder sowas. Nein, ich glaube nicht. Dann minus 4, dann geht das Ding in die Luft. Nein, geht nicht. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Der ist doch in Deckung. Mit der Line of Sight. Hat keinen Unterschied, man fährt 1 und 3. Achso. No difference. Okay, dann der Iron Hail Stubber schießt wieder 2-mal, gleich wie das letzte Mal. Trifft auf, hat aber einen Modifikator von minus 1, oder?
Die Noise Marines haben minus. Okay. Das heißt, die 2-3 darf ich nicht wiederholen. Und auf die 3 Einsen wiederholen. Einmal mit minus 1 bitte. Also auf die 3, weil sie in Cover sind. Nix. Okay. Passt. Und die fette Wumme auf dem Rhino trifft auf die 3. Alles wiederholen. Ja, das ist schon mal in Ordnung. Ja, einfach mal alle. Und Stärke 8, das heißt auf die 3. Legst du ein bisschen den Würfel oben drauf. Auf die 3 und 1 wiederholen. 2 Einsen dabei. Ist einmal nicht, zweimal nicht, dreimal nicht. Alle, das sind 2, 4, 6, 8, 9 mal mit minus 2. Also auf die 5. Jawohl. Jeweils flat 3. Das heißt, 3, 6, 9, 12. Ja, das geht er in die Luft. Nein. Nein. Dann für 10 mal Insassen, bitte. Den Würfelwurf. Einer stirbt. Jo. Okay, ja. Der hat getan, was er soll. Ausgezeichnet. Passt. Dann gehe ich jetzt weiter. Bei mir fallen noch meine 2 Thunderfire-Cannons. Und dann kommen wir quasi zur Zusammenfassung. So, die Runde 1 der Ultramarines ist vorbei. Wie viel Gewehr kann ich fliegen eigentlich? 60. Was habe ich gemacht? Ich habe ihm Moralwert-Tests gemacht, bitteschön. Jo. Hast du Deko-Testen? Wir haben 3 verloren. Stäbchen, ja. Jo. Rennen, das war doch weg. Jawohl. So, jawohl. Dort, dort, dort. So, und die Kultisten da hinten sind 2 gestorben. Rennt einer weg. Jawohl. Und die Berserker sind 3 gestorben. Rennt. Haben die 8 oder 7? 8. Okay, dann haben sie es geschafft. Passt. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe ihm mit dem, ich habe es jetzt gesehen, mit dem Tank das Rhino vom Khan aufgemacht und die Hellblut weggeballert. Dann habe ich ihm im Prinzip, habe ich ein orbitales Bombardement angesagt, das habe ich noch reingelegt. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Das hat jetzt die Kultisten ein bisschen ausgedünnt und dem Dämonenprinz 3 Lebenspunkte gezogen. Dann habe ich da noch ein paar Kultisten weggeballert. Hast du für die hast du nicht getestet? Das war die Einheit. Achso, die steht da durch. Okay. Ja, ja, und dann habe ich, und das war es dann in Wirklichkeit schon. Das Rhino hast du noch gekrüppelt. Genau, das habe ich, genau. Und mit den Tremor-Geschosse habe ich das Rhino verkrüppelt. Das heißt, der darf sich jetzt nur halbe Zoll bewegen, halbe Zoll angreifen, halbe Zoll advancen und so weiter und so fort. Gut, was habe ich Siegespunkte erfüllt? Ich habe auf jeden Fall ein Missionsziel erfüllt und zwar mit keiner Gnade. Wie viele Einheiten habe ich denn vernichtet? 2. Okay. Also keine Gnade haben wir auf jeden Fall geschafft. Dann habe ich die Demoralisierung geschafft. Ich habe ein Moraltest ist misslungen. Habe ich auch geschafft. Das ist da hinten. Und ja, die Vorherrschaft werde ich ablegen. Die Vorherrschaft lege ich ab, dann gehen wir gleich dort zum Counter. Ich habe diese Runde 2 Missionsziele erfüllt und vielleicht noch erwähnenswert, einen taktischen Fehler habe ich gemacht. Ich habe vergessen, mit den Jungs da zum Advancen. Das hat mir ein bisschen angekotzt, aber egal, alles gut, wenn man nicht, was man nicht im Hirn hat. Passt, dann würde ich jetzt noch sagen, erste Runde, Korn. Passt? Gehen wir sagen. Ah, Missionsziele. Zähl gleich deine Missionsziele. Ja, willst du noch abheben? Na, passt schon. Alles gut. Und ich sage, ich schaffe 2. Okay. Verteidige 5. Sichere 4. Verteidige 6. Verteidige geht nicht. Das kannst du nicht rein. Und verteidige 1. Okay, das heißt, du hast schon mal verkackt. Ja. Außer du gibst 2 Command-Punkte aus. Ah ja, genau. Und mein Gamble-Missionsziel kriege ich auch dazu. Das heißt, ich habe 3 Siegespunkte. Ich habe 3 mal Verteidige gezogen.
Das ist. Und ich habe zwei Ansagen. Du kannst dafür zwei Command-Punkte die Karten halten. Das geht. Also wenn du jetzt theoretisch alle besetzt, dann kannst du für zwei Command-Dice die Karten halten. Und dann erledigst du am Ende von meiner nächsten Runde. Gut. So, jetzt aber. Du darfst aber mitspielen. Jetzt aber erste Runde Korn. So, die erste Runde Korn ist vorbei. Erzähl dir, was du alles gemacht hast. Gut, meine Berserker haben das Chaos ausgelöscht. Der Demon Prince hat sich zuerst daher bewegt und dann mit Warp Time daher und hat da aufgerahmt. Die Obliterator haben probiert, den Großen anzuschießen, aber nichts angerichtet. Mhm. Und die Noise Marines haben auch noch geschossen, aber... Die haben der Thunderfire erkennen zwei Lebenspunkte gezogen. Und ja, vielleicht kommentiert ihr das jetzt gerade, wir haben jetzt gerade diskutiert drüber. Er hat mit seinen Cornies angegriffen und hat dann direkt zweimal zugeschlagen. Jetzt ist die Frage, wenn er in Charge geht, dürfen die dann zweimal angreifen in der Charge-Phase oder dürfen die einmal angreifen in der Charge-Phase und werden dann die zweite Nahkampfphase als quasi zu aktivierende Einheit behandelt. Wir haben das jetzt gerade nicht herausgefunden. Der Dominik und der Kevin haben das letzte Mal gesagt, dass die direkt zuhauen, ich weiß es aber nicht. Bitte kommentiert mal das unten rein und sagt mal das, ob ihr das besser wisst wie ich oder wie wir. Das hilft uns nämlich ungemein. Das macht nämlich einen großen Unterschied. Unterschied. Gut, jetzt gegen meine Scouts nicht, aber gegen eine potente Nahkampfeinheit macht das ja wohl einen Unterschied. Mhm. Gut, ja, das ist es. Moralwerttests habe ich nur da machen müssen. Der hat das aber glorreich bestanden mit einer 2. Und es ist genau noch der Chef stehen geblieben mit dem Energieschwert. Ja, das ist jetzt aber, der wird sich jetzt fürs Vorderland, glaube ich, opfern und da die Kornberserker ein bisschen anschnitzen. Haben die auch, dürfen die auch, nein, die dürfen nicht automatisch zuerst zuhauen, gell? Das sind die Slanesh, gell, das sind das. Okay, passt, dann ziehe ich jetzt einmal drei Missionsziele. Hast du Missionsziele erfüllt? Sichere 4 habe ich. Okay. Dann verteidige 5. Hast du nicht? Das hast du erst am Ende von meiner Runde. Erstmal verteidige 6 habe ich eine Runde. Okay. Verteidige 1 habe ich auch eine Runde, das ist da. Und 4? Sicher, 4 ist da drin. Okay, das heißt, du kriegst einen Siegespunkt. Und du kriegst 2. Ich bekomme 2, weil du mit 2 gegambelt hast. Das heißt, ich bin jetzt auf 5 Siegespunkte. Gut, ich gamble in dieser Runde auch mit 2 Siegespunkte. Ich probiere es einfach mal. Des Imperators Strafe. Du erhältst W3 Siegespunkte, wenn du einen Missionsmarker kontrollierst, den zu Beginn deines Zuges vom Gegner kontrolliert wurde. Das geht. Dann Hexenjagd, das geht auch. Das geht leicht. Nein, leicht nicht. Ich darf den ja nicht targeten, das ist nicht das nächste Ziel. Der. Ah, genau der. Der geht auch. Und verteidige 1. Das ist halt schwerer, das ist da hinten. Das ist da hinten. Okay, gut, soweit, so gut. Dann würde ich jetzt einmal sagen, zweite Runde Ultramarines. Und wenn der Astraeus schießt, dann melde ich mich wieder. So, es ist wieder soweit. Der Astraeus schießt mit den zwei Plasma-Women auf die Obis, die da am Dach oben stehen. Mit dem Iron Hail Stubber und mit dem Sturmbolter auf die Kultisten, die da drinnen stehen. Mit der Laserkanone auf die Obis, die da im Erdgeschoss stehen. Und mit der fetten schießen wir das Rhino auf. Gut, dann fangen wir gleich mal mit der Laserkanone an. Den muss da ein bisschen umgreifen, weil das ist. Ich filme nämlich heute mit dem Handy, das ist ein bisschen ein Chaos. Wir fangen mit der Laserkanone auf die unteren Obis an. Zwei Schuss auf die 3, alles wiederholen. Minus 1 aufs Treffen, weil es die Alpha-Lieferung. Ja, treffen alle. Und Wunden auf die 2 vermutlich mal. Ja. Jawohl, 2 Wunden mit minus 3. Einer geht durch. W3 Schaden. Anna. Das ist jetzt natürlich wieder auf Staccas. Macht nichts.
Dann schießen die 5 Schuss Plasma, das habe ich vorher schon ausgewürfelt, auf deine Obis oben. Die brauche ich jetzt. Wo die Obercharge sind. Auf die 3. Alles wiederholen. Die werden zu 1. Ah, ich darf ja alles wiederholen. Bleibt aber dabei. Das heißt, ihr habt zwar, ich krieg 2 Mortal Wounds. Die haben die gleiche Bewaffnung. Und die Rest, die 3 treffen. Und jetzt auf die 2. Jawohl, sind 3 Wunden. Das war schon in den Dedo. In den Dedo. Mit Minus? Minus 4. Das heißt, 2 Mal. Das ist ja mal 5 Retter. Okay. Mit jeweils 2 Wunden, bitte. Nein, das ist jetzt nicht die untere, das war jetzt die obere Einheit. Dann habe ich noch 4 Safe After Safe zu würfeln. Ja. Widerstand 5, was ist das? 2 Schaden kommen durch. Das ist einer tot. Und einer hat noch 2. Einer hat noch 2. So, das waren die. Dann schieße ich auf die Kultisten mit 6 mal Iron Hail. Die Kultisten sind auch. Und auf die 3 ist 2 mal mit minus 1. Also plus 1, minus 1, 6 Hosen. 2 Tote. Der Sturmbolter trifft 2 mal mit der 4, Wiederbeweis. Minus 1, D3 Damage. Wundet auf die 4. Eineinhalb, einer noch bitte. Aber Kultisten oder auf den Kultisten. 2. Na, stirbt noch einer. Und das fette Geschütz schießt auf den Reino, auf die 3. Ein 1, 2, 2. Ich will Roller Anzahl. Kriege ich zurück. Ja. Ich glaube, da ist nix. Ja, richtig. Zwar nicht. Einmal minus 2. Auf die 3. Also wiederholen. Ich glaube, da ist es nix. Einer nicht, zwar nicht. Sind 2, 4, 6, 8 mal mit minus 2, bitte. Keine von uns. Ist er tot? Jawohl! Für die Insassen bitte, explodiert er? Nein? Für die Insassen bitte? Und diese Insekten schießen alles, was sie holen, in die 2. Sind wo? 3 Tote. 3 Tote, das ist über dem Durchschnitt. Das ist leicht über dem Durchschnitt. Ja, der Astraeus hat wieder nett gewütet. Gut, dann jetzt noch meine letzten 2 Thunderfire Cannons. Okay, und dann melde ich mich zum Finale der Runde. So, Ultramarines vorbei und ich habe tatsächlich meine 2 Gamble-Punkte geschafft. Ich habe die Hexenjagd durch einen Dämonenprinz und ich habe das Imperators Strafe. Ich muss ein Missionsziel halten. Ich kriege sogar W30-Punkte, wenn ich ein Missionsziel halte, was vorher du gehalten hast. Und zwar ist das da herinnen passiert. Ich fange gleich an, was da drin passiert ist. Ich bin da nach vorne gesprungen, beziehungsweise nach vorne gegangen, habe dann die Kultisten gecharged mit die Reaver und dann in der Nachrückenbewegung die Obis herunter mitgenommen. Bin dann mit dem Captain und mit dem Lieutenant nachgesprungen und habe es tatsächlich geschafft. Ich habe mit jedem einen Salon angreift, also wirklich mit jedem gut geschafft. Habe mich dann in Wirklichkeit perfekt positionieren können. Ich halte jetzt das Missionsziel, weil ich in 3 Zoll mit einfach deutlich mehr Einheiten bin wie er. Und habe ihm an Obi im Nahkampf ausgeschnitzt und die Kultisten. Die Kultisten und jetzt in der Nachrückenbewegung, also in der letzten 3 Zoll Nachrückenbewegung am Ende, habe ich es noch geschafft, ihm den oberen Trupp im Nahkampf wegzubinden. Und wieder einmal durch die spezielle Fähigkeit von meinem Reaver lasse ich Höhen ignorieren. Das ist einfach nur obergeil. Ja, das ist echt stark. Das ist total super. Also Reaver haben heute die PS schon auf dem Boden. Ne?
Ansonsten, ich bin da noch vorn gegangen, hab da auf seinen Dämonenprinz geschossen, hab ihn einen Lebenspunkt weggeballert. Hab dann mit den Plasmawaffen von den zwei Tech Marines den Prinz zum Schluss ausgeschalten. Hab mit der fetten Waffe, also mit dem fetten Tank, so wie ihr es eh gesehen habt, den Rhino geknackt. Es sind drei Leute beim Aussteigen geschoben. Ich habe ihm dann mit der Thunderfire Cannon noch gut draufgeholzt. Die sind jetzt in der Moralwertphase sind die komplett gestorben. Er hat natürlich auch pechvogelmäßig ein 6 gewürfelt, muss man auch sagen. Also eine hervorragende Runde, muss ich sagen, für mich. Ich habe in den Rhino gesprengt mit der Kanone, die kompletten Kornberserker in einen ausgeballert. Also wirklich, wirklich, wirklich eine hervorragende Phase gewesen. Gut, meine zwei Missionsziele kriege tatsächlich W3 Siegespunkte. Das ist aber nur einer. Einen Siegespunkt und W3, das heißt, ich kriege zwei Siegespunkte. Bin auf 7 plus 2, weil ich 2 gegambelt habe. Und wir gehen in die zweite Runde Chaos. Ziehst du Missionsziel noch? Ja, ich sag, ich schaff 2. Okay. Ich glaube schon. Verteidige. Sonst nochmal mit den anderen. Viermal Verteidiger. Viermal Verteidiger ist natürlich ausgezeichnet, aber du hast auf jeden Fall die 2. Die hast du jetzt schon erfüllt in Wirklichkeit. Jetzt, am Ende meiner Runde hast du jetzt schon erfüllt. Du hast die jetzt schon erfüllt. Das stimmt. Das heißt, du machst jetzt da schon 4 Missionsziele. 1, 2, 3, 4 Missionsziele. 4-mal. Und da musst du noch 2 nachziehen. Sichere 6 und. Für die dunklen Götter. Eine feindliche Einheit vernichten. Okay, du musst. Das geht leicht. Jo, das geht leicht. Das geht sehr leicht und sicher, was willst du, 6? Ausgezeichnet, das heißt, du hast einmal auf jeden Fall deine zwei Dinge safe und wir gehen jetzt in die zweite Runde Chaos. So, überschaubare zweite Runde von die Cornis ist vorbei. Sag gleich wieder was du alles getan hast. Meine Noise Marines haben alles in die Reaver entleert und 2 umgebracht. 2 getötet. Reaver sind so gut, Daumen hoch. Wirklich, die sind so weltklasse. Dann die Obliterator haben sich die aus dem ersten Stock aufs Dach bewegt und die von Dach aus Melee außer, sodass du jetzt Probleme hast, sie wieder zu binden. Ja. Dann da hat Aberserker und der Exalted Champion den einen umgebracht, der noch da gestanden ist. Und die sind vorgerückt, also gerannt. Okay. Und das ja, Moralwert. Kann ich nicht verkacken, ich habe nur 2 Modelle verloren, die haben ja einen Moralwert von 8. Gut, und hast du Missionsziel erfüllt? Verteidige 5, stehe jetzt eine Runde dran, das ist das. Okay. Dann sichere 6, hast das geschafft. Ist da. Und für die dunklen Götter. Gut, das heißt, du hast dein Gamble geschafft. Du kriegst 4 Siegespunkte. Ja. Das heißt, es steht wieder 9-9. Spannende Geschichte, muss ich sagen. Weil ich glaube, bald habe ich nichts mehr, um Siegespunkte zu holen. Spannende Geschichte. So, ach, ich habe vergessen, verteidige 6 Obliegen, darf ich das nachholen? Ja. Ich habe das vergessen, selber nicht. Kein Problem. Warte, darf man es nicht vermischen. So, dann ziehen wir verteidige 1, wo war das? Das ist da hinten dort gewesen, gell? So, 1 ist. Sichere 3. Ruhig. Du musst vorher sagen, wie viel du schaffst. Ich ziehe nein, Verzeihung. Nichts passiert. Ich habe es vergessen. So. Ich erfülle Ende der Bewegungsphase. An. Spielen Stratagem, dass ich die Roboter festsetze. Überwältigende Feuerkraft. Okay, das ist das ist safe. Ja. Verteidige 5. 5 ist da. Und Tod von oben. Einheit getötet leicht. Wurde, die fliegen kann oder in diesem Zug Verstärkung als. Und er hat den. Warte mal, wurde durch eine Attacke, die getötet. Ja, gut, das ist mein. Astraeus, okay, das geht leicht. Das heißt, ich schaffe die 2 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Gut, dann, ja, wie gehabt, ich bewege mich jetzt einmal und wenn der Astraeus schießt, dann melde ich mich wieder mit der Schussphase. So, der Astraeus schießt. Astraeus schießt mit der fetten Wumme auf den bemolenen Obi-Trupp mit der Laserkanone und mit den Plasmawaffen, ich habe schon wieder ausgewürfelt, da schießt jeder 3-mal.
mit der Plasmakanone auf den unbemalenen Obi-Trupp und der Sturmbolter, bin ich da in 12 Zoll, so mit dem, wahrscheinlich wird es nicht ausgehen, gell? Nein. Mit dem Sturmbolter und mit dem Iron Hail auf den einzelnen Kornhänzi. Okay, wir fangen wieder an. Der Iron Hail trifft, darf alles wiederholen. Sehe 5 Mal auf die 4. Ist 4 Mal mit minus 1 bitte. Na, 3 Mal mit minus 1 bitte. Was das? Ich gebe einen Command Point aus. Okay. Safe. So, dann hat der Sturmbolter hinten noch. Darf ich wiederholen? Trifft zweimal auf die 4. Eine Wunde mit dem Sturmbolter, keine Modifikatoren. Bleibt der Sack stehen. Dann die Plasmawaffen. Ich überhitze die Plasmawaffen. Auf die 3. Es ist minus 1 aufs Treffen. Minus 1 aufs Treffen. Das heißt 3 Mal Bewutz. Nein, ich darf alle nicht getroffenen wiederholen. Das heißt noch nicht 3 Mal Bewutz. Die Dreier darf ich nicht wiederholen. Die Dreier darf ich nicht wiederholen, aber die 3 darf ich wiederholen. Dann kriegt er noch eine Mortal Wound. Und dreimal auf die 2 Plus. Sie ist dreimal mit minus 3. Nein, minus 4, Verzeihung. Also auf die 5 im Retter. Zweimal. Das sind 2 Wunden. Also einer tot und der zweite verliert, hat noch ein Leben. So, dann die Laserkanone hinten noch. Trifft. Na, trifft nicht. Minus 1 hast du gesagt, gell? Okay, Laser. Verdammte Scheibenhonig. So, dann die fette Knifte, die muss ich jetzt aber machen. Auf die. Warte mal, 3 darf ich nicht wiederholen. Sind aber nur 2. 2, 4, 6, 8, 10, das sind die da. 2 Treffen, 3 Treffen, 6 Treffen und die darf ich wiederholen. Kommt noch einer dazu. Und jetzt auf die 2. Der brennt, haben wir gesagt. Eins wiederholen. Jawohl, sind 2, 4, 6, 7 Mal mit minus 2. 3 Wunden flat, das heißt 2 verkacken. Also auf die 3, weil sie ein Cover sind. 2 verkacken. Genau, und genau 2 tot. Ausgezeichnet. Was für ein Retter hat Call? 2 Rüster. Passt. Wie viele Runden? Das hat mir jetzt fast, das ärgert mich jetzt, dass der eine Typ mit der Einzelhands mit einem Lebenspunkt steht. Aber ich habe noch 2 Thunderfire Cannons. Ist ja nicht so. Gut, dann jetzt meine 2 Thunderfire Cannons. Gehen wir's an. So, eine erfolgreiche Runde Ultramarines. Ich habe die überwältigende Feuerkraft und ich habe tot von oben. Das heißt, ich habe ich hab 2 Siegespunkte gemacht und ich krieg einen, weil ich mit einem gegambelt habe. Das heißt, ich bin auf 10, 12 Siegespunkte und ich habe jetzt tatsächlich den Warlord gekillt. Weil ich sage euch gleich, wie es war. Also, erstens habe ich glorreich mit der Doppel-1 meinen Captain gesprengt, weil ich mit der Plasma-Pistolen auf seinen Warlord geschossen habe. Glorreich mit der Doppel-1, ne, was musst du machen? Ist eben so. Der Lieutenant hat ihm dann in der Schussphase, da hast du ihn safe geschafft, hat ihn dann gecharged und hat ihn dann mit Tears of Terror weggeschnitzt. Das heißt, jetzt habe ich endlich den Warlord-Kill. Meine Reavers sind da runtergegangen, haben zuerst die kein Abwehrfeuer geben Granate geworfen und sind dann in Charge gegangen, haben 4 von seinen 5, die Moralwert-Checks muss man haben, bitte. Ja. 4 plus 4 ist 8. Hat er 8. Den mal 7, der 8. Okay, passt. Und Dekoltesten. Die bleiben stehen. Gut. Haben den jetzt da umzingelt, der kommt nicht raus, ich bin im Lockhof mit dem Reaver ausgezeichnet, so soll das sein. Dann, die sind dann noch vorgegangen, haben da, wo haben die hingeschossen? Auf die Kultisten haben die geschossen. Dann habe ich da mit Thunderfire Cannon
Mit der Thunderfire Cannon habe ich da seinen Exalted Champion ausgeschossen. Und mit der Thunderfire Cannon habe ich es dann tatsächlich nach der Astraeus-Schussphase geschafft, seinen letzten Obi wegzuballern. Das war wichtig, das war für mich ein moralischer Sieg, muss ich sagen. Habe ich was versehen, habe ich was vergessen? Nicht, gell? Ich glaube nicht, ne? Ansonsten, Kalga ist ein super Buffer, also wenn man ihn, kann ich den nur empfehlen, das ist ein super Ding, der bringt da zwei Command-Punkte, das ist ein Robuti Gulliman Light, quasi. Ja gut, habe ich was vergessen? Nicht, dann ziehe eher, du hast ein Missionsziel gemacht, gerade zwei Missionsziel. Er hat Arzt. Zwei Missionsziel, das heißt, du bist jetzt auf der 11. Du bist auf der 11. Gut, dann steht es jetzt aktuell 13 zu 11, das ist doch alles offen. Und ziehe bitte nach. Ich sage, ich schaffe 1. Okay. Königsmord, das wird knapp. Vorrücken. Das wird auch knapp. Ja. Und sichere 5, das ist mir. Na, das ist alles da. Ja. Das ist, also sichere 5 geht auf jeden Fall. Mhm. Und vorrücken, du musst mit allen aus deiner. Das geht nicht, die schaffen es da nicht. Das geht nicht, du kannst dich mit der Einheit nicht bewegen. Ja. Und mit dir kommst du nicht raus. Okay, das geht sich nicht aus. Königsmord wird schwer und Verteidige 2 wird auch schwer. Wo ist die 2? Ganz hinten bei dir. Die ist bei mir da. Okay, die 2 ist da im Gebäude. Okay, das heißt, du hast schon mal auf jeden Fall verkackt. Ich hab gesagt, ich schaff 1 und die. Also, genau, das. Okay, du schaffst 1. Ja, passt schon. Ich hab jetzt. Okay, das wird mal so ein 2. Okay, passt. Gut, dann jetzt dritte Runde. Chaos. So eine überschaubare Runde ist vorbei. Ich fasse es kurz zusammen. Er hat mir da einen Intercessor weggeschossen, hat dann gecharged. Ich habe ihn im Gegenzug 2 Moral-Check, bitte. Minus 1. Nix, passt. Ich habe im Gegenzug 2 Kultisten ausgehauen. Khan hat den Charge leider nicht geschafft. Ich habe ihm da hinten den letzten Noise Marine weggeballert und habe dann direkt seine Kultisten gecharged. Die haben aber nichts getan. Okay, was hast du sonst umgeschossen hast noch mit den Noise Marines auf die Jungs da? Aber nicht voll angerichtet. Habe ich was versammt? Und die Kultisten sind noch, die Kultisten sind noch gerannt. Das ist sicher ein. Er hat gesagt, er schafft 1, sichere 5 hat er geschafft, das heißt, er kriegt 2 Siegespunkte dazu. Sind wir auf der 13 und damit steht es jetzt aktuell unentschieden. Ich lege Verteidiger 2 ab. Okay. 5 Also der wird auch schlechter. Ich schaffe. Ja, ich bin Hosenscheiß, ich schaffe 1. Ich verteidige 2. Das ist da, das müsst ihr mal holen. Mit was könnt ihr mir denn das holen? Mit gar nichts. Wohl mit Astraeus könnt ihr zurückfahren. Verteidige 4. Bei der Twin Autocannon in der. 4 ist das da. Das halte ich gerade. Der Lieutenant steht da drin. Okay, das heißt, das musst du ihn nicht wegbewegen. Ja, jetzt muss ich schauen, was ich als nächstes ziehe. Und sichere 5. 4-1. Das geht. Leicht sogar. Du weißt, was ich meine, oder? Ja. Okay. Also das ist einmal mit hoher Wahrscheinlichkeit machbar. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen in die vierte Runde Chaos und bei der Schussphase vom Astraeus melde ich mich wieder. So, dala, Astraeus schießt. Astraeus schießt mit der Fetten auf den Khan. Den wollen wir einfach wegschmelzen. Mit den Plasmawaffen und mit den Laser auf die Jungs da im Gebäude, also auf die Noise Marines und mit dem Stubber und mit dem Iron Hail auf den Kultisten Heinz da. Ja, was soll ich machen, wenn nichts mehr da ist von dir? Okay, dann der Stubber trifft auf die 3. Der Kultisten Heinz ist aber. Das heißt, ich darf trifft auf die 4 und ich darf alles wiederholen aus der 3, das ist ausgezeichnet. Okay, die 3er trifft nicht, das ist 5 Mal. Auf die 3, 1 wiederholen wegen einem Lieutenant, das ist 4 Mal mit minus 1.
Ist er tot. Damit hat sich das erledigt und der Sturmbolter ist auch verstorben. Dann Fommer mit der die Plasmakanone. Wie viele Lebenspunkte haben die nur an, oder? Die haben noch. Okay, passt. Dann überhitze ich nicht. Ich mache 5 Schuss. Ich treffe auf die 3. Nein, auf die 4, oder? Okay, das heißt, ich darf alles wiederholen, außer da. Das ist nichts zum Schuss. Okay, das bleibt dabei. Auf die 2. 1 wiederholen. Mit minus 4. Der hier darf sowieso nicht bewegen. Auf die 6. Deswegen kann man es halt. Gerade und gerade noch so. Einer bleibt stehen. Also in dieser Runde, das Einzige, was der Kontent dann die Laserkanone. Genau. Darf ich wiederholen. Trifft zweimal auf die 2. Eins wiederholen. Passt. 2 Wunden. Mit minus 3. 2 Tote. Jawohl. Und jetzt zu guter Letzt noch die fette Wumme auf dem Kahn. Auf die 3. Der war schon mal nicht schlecht. Anna ist immer dabei. Und jetzt dann auf die 2 wahrscheinlich, oder? Bitte schön, haben wir die auf oben drauf. Eins wiederholen. Jawohl, das sind 2, 4, 6, 8, 10, 11 Mal bitte. Hat der einen Rettungswurf, oder? Auf 4, ja. Okay. Na, der ist tot. Okay, ja, der ist töter als tot. Der hat jetzt. Der wird vaporiert. 6, ja. 12. Ja. 24 schon. ein leichter, dezenter Overkill. Gut, und damit ist meine Runde auch schon durch, weil ich habe schon mit allen anderen geschossen. Moralwertchecks kriege ich bitte noch. Jetzt mein Mili. Ah ja, Mili haben wir noch. Mili haben wir noch. Okay, dann Kommando zurück, machen wir noch schnell Mili. So, Mili und noch Mili. So, da jetzt aber Mili vorbei. Ich habe ihm da hinten 7 Kultisten auserkaut im Nahkampf. Er hat den Moralwerttest verkackt, die Jungs sind weggelaufen. Da hinten steht noch ein Einzelheinz-Kultist, der ist quasi übrig geblieben nach dem Moralwert. Den Moralwert da hat er geschafft. Ja, das ist es. Stehen noch 2 Neues Marines und 2 Dinge. Also ich sichere die 5 mit meinem Astraeus, verteidige die 4 mit meinem Lieutenant. Und die 2 lege ich ab. Die 2 lege ich ab. Das heißt, ich kriege diese Runde 2 Siegespunkte. 14. Und siehst du deine Missionsziele noch nach? Mal schauen, ob du noch was erreichen kannst, weil sonst können wir sonst. Ich schaffe an. Okay. Verteidige 4, werd knapp und Luftraum sichern. Auf Fahrhöfe schaffe ich. Stehen die? Du musst ausladen. Okay, das heißt, du schaffst mal 2 Missionsziele. Einen schaffst du. Das heißt, du kriegst dann zwei. Das müssen wir schauen. Ja, tatsächlich, du kannst dann ausgleichen. Wenn ich in der nächsten Runde nichts schaffe, dann habe ich einen Durchbruch. Ja, okay. Ich habe nur geschaut, wer näher ist. Ja, machen wir mal. Du schaffst aber sich Verteidiger. Mhm. Ah, genau, und ich schaffe den auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, wir hören an der Stelle auf, weil du kannst mich näher mal besiegen. Aber es ist eine knappe Geschichte, auf jeden Fall. Weil ich kriege jetzt noch 2, also du schaffst jetzt in der Runde 2. Das heißt, du wirst auf die 15 kommen. Ich schaffe in der nächsten Runde auch 2. Und ich kriege auf jeden Fall den Breach. Und das First Blood habe ich übrigens auch gehabt, fällt mir gerade auf. Das fällt mir gerade auf. Okay, das heißt, ich habe dir dann am Ende, sagen wir 19 zu 15 geschlagen. Es war aber, gutes Spiel, danke. Gutes Geld. Danke sehr. Gut, dann gehen wir zur kurzen taktischen Nachbesprechung. Außerdem hätte ich die wahrscheinlich in der nächsten Runde vom Feld gelutscht. Nebenbei bemerkt. Ja, ich glaube nicht, dass die zwar so klein gesteckt hätten. Naja, ich hätte mit dem Astraeus, mit allem, was ich gehabt hätte, auf die geschossen. Und ich hätte mit allen anderen auf den Kultisten geschossen. Also es wäre wahrscheinlich sowieso auch. So, kurze taktische Nachbesprechung. Bei mir hat heute de facto alles funktioniert, was funktionieren hätte sollen. Ich habe meine Saves gut geschafft. Ich habe meine, was ich angesagt habe, habe ich in der Regel getötet. Bis auf diesen einen Obi da oben. Die Ballerburg da hinten mit Maneus ist einfach Irrsinn. Und
zu deiner Armee muss ich ganz klar sagen, wenn du in Nahkampf gekommen warst, dann war das da hinten nicht so lustig gewesen für mich. Du hast einfach, aber das. Ich hätte die weggekaut, aber ich bin nicht hinkommen. Bist halt nicht hinkommen. Für mich Model of the Game, ganz klar mein Astraeus. Worst Model von mir, mein Captain, der sich selber gesprengt hat. Bei dir, was war bei dir das beste Modell? Ganz klar deine Obis, die waren hervorragend. Sie haben alle zusammen genau 0 Schaden gemacht. Der hat alles gerettet. Ja. Und sonst war sie ein Midi. Ja, aber die haben gut ausgehalten. Die haben gut ausgehalten. Und Worst Model war der Khan, weil er nichts getan hat. Der ist nicht hinkommen, du hast direkt am Anfang seinen Reihen. Den habe ich vaporisiert und damit hat sich die Sache erledigt. Gut, was sagst du? Dein Fazit zum Spiel. Ich fand es schade, dass dann Platz war, dass du die Objekte oben ein Mini binden konntest. Das war etwas unglücklich und sonst hat mich der ziemlich vaporisiert. Ja, der ist bitter. 700 Punkte darf er das, glaube ich. Ja, allerdings, ja. Und ich glaube, dass du dir selbst mehr Schaden zugefügt hast als ich dir. Ja, drei Mortal Wounds gefressen, die habe ich mir selber zugefügt. Und den Captain hast du selbst umgebracht, ich habe sonst wenig umgebracht. Mhm. Ja, viel Casualties habe ich. Du hast mir einen Intercessor-Squad ausgenommen. Und das Scout-Squad. Genau mein Meat-Shield. Du hast mir genau mein Meat-Shield gekillt. Genau für das, was er mit war. Und für mich, das Model of the Game war nicht er. Das ist ohne Frage. Nein, ich weiß nicht. Den Model of the Game waren die Typen da. Die Reaver. Das muss ich mich jetzt einfach korrigieren. Weil die waren einfach nur super geil. Die sind da reingegangen, haben die Kultisten ausgelöscht, haben deine Obis weggebunden. Sind dann im Anschluss dahergegangen, haben die Noise Marines ausgelöscht, sind dann daher, haben die Kultisten ausgelöscht. Die sind umgegangen und haben Sachen zerstört. Das war einfach super. Und dieses Höhen ignorieren, das ist obergenial. Das ist einfach nur Spitze, der ist da gestanden, ich bin 3 Zoll vorgegangen und die Höhe ignoriert, bin aufgegangen und habe seine Obis binden können. Einfach super. Das ist wirklich Weltklasse Modelle. Kauft euch Reaver, die sind wirklich super. Ja, gut, auf jeden Fall, danke fürs Spiel. Nehmen Sie zu hart. Dazu muss man sagen, er spielt erst seit weniger als drei Monaten. Aber wir haben das heute abgesprochen gehabt, bevor da gleich einer groß jammert. Wir haben gesagt, wir probieren die Turnierlisten aus, was war jetzt in 2 Wochen? Nächste Woche Sonntag ist nämlich ein Turnier und da haben wir gesagt, wir probieren die Turnierlisten aus und nachdem ich wahrscheinlich de facto diese Liste mitnehmen werde zum Turnier, einfach weil ich den einmal bringen will am Turnier, haben wir gesagt, wir spülen das. Also bevor jetzt da irgendeine Hater unten eine posten, ich kann doch nicht einen Anfänger mit einem Astraeus konfrontieren. Das war de facto so abgesprochen. Und wie gesagt, gewisse Taktiken, hoffe ich, die hast du übernehmen können. Also zum Beispiel das da hinten, diese Geschichte, was ich da mit dem Reaver getrieben habe. Das sind Taktiken und das sind ganz wichtig. Das stimmt. Ich hab mit einer Einheit, die eigentlich nicht sonderlich stark ist, 2 massiv starke Einheiten von dir außergebunden. Und das ist einfach sehr, sehr wichtiger Faktor. So. Gut, dann am Nebentisch gewinnen auch die Ultramarines, oder? Aber natürlich. Aber ausgezeichnet. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Abonnieren, klicken, weiterempfehlen. Und es wird, der Battle Report sollte morgen online gehen, also donnerstags online gehen. Am 17., also am Samstag, mache ich mit dem Kammern ein Premium Battle Report, also richtig mit alle Würfel mit Würfeln und so weiter und so fort. Und heute haben wir zwar auch 4K Auflösung, aber nur durch mein Handy, das heißt die Qualität ist hoffentlich halbwegs gut. Aber wenn das Backe kommt, dann kann ich am Samstag original mit einer wirklichen 4K Kamera filmen und das steigert die Qualität, zumindest optisch. Gut, dann ja, abonnieren, klicken, weiterempfehlen, habe ich schon gesagt. Und bis dahin, viel Spaß mit dem Hobby.